Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute kompakt wachsende Fichten. Wir haben in einem anderen Video auf die Zwergfichten hingewiesen, die wirklich sehr kompakt bleiben. Picea abies nidiformis und Picea abies little gem. Daneben gibt es auch etwas größer werdende, aber immer noch kompakte Fichten, nicht zu vergleichen mit diesen riesen normalen Fichten, die man sonst kennt. Und hier möchte ich zwei solche mit unterschiedlichem Farbangebot sozusagen, hier bläulich, hier grün, vorstellen. Das ist der Picea pungens glauca globosa hier links. Eine wunderschöne Zwergfichte, die 1,5 bis 2 Meter groß wird, aber erst nach 20, 30 Jahren etwas breiter als hoch, vielleicht 3 Meter breit. Typisch das wunderschöne blaue Nadelkleid. Man könnte geradezu von einer blauen Zwergfichte sprechen. Picea pungens glauca globosa, der Name. Und hier dann eine Zwergomorica-Fichte, Picea omorica nana. Die wird vielleicht mal 4 bis 5 Meter groß, wenn sie ausgewachsen ist. Sie ist höher als breit, wird doch einigermaßen schlank, sieht dann elegant aus, also wird dann auch eine schöne Spitze bekommen, die sie hier als Jungpflanze noch nicht hat, die sich dann später entwickelt. Typisch auch hier, dass auf der Innenseite der Nadeln, muss ich mal schauen, ob man das hier vielleicht zeigen kann, hier, auf der Innenseite der Nadeln ist sie auch bläulich. Ist auch typisch für diese Zwerg-Omorica-Fichte und sieht natürlich je nach Sonneneinstrahlung auch sehr attraktiv aus. Wie gesagt, die wird 4 bis 5 Meter groß. Im Vergleich zur normalen Omorica-Fichte, die 15 bis 20 Meter wird, ein richtiger Zwerg, der eben auch in einen normalen Garten passt. Das Problem mit Koniferen im Garten ist ja, dass irgendwann ein übrig gebliebener Topfkrisbaum rausgepflanzt wird und plötzlich, ehe man es versieht, ist er nach 20 Jahren 30 Meter hoch und muss durch die Spezialkräfte der Feuerwehr, der Polizei oder was auch immer aus dem Einfamilienhausquartier rausgerettet, rausgesägt werden, ohne dass es Kollateralschäden gibt. Und genau das passiert mit solchen kompakten Fichten, wie wir sie hier haben, nicht. Die sind auch breit adaptiert, Sonne bis Halbschatten und können auch auf verschiedensten Böden wachsen, alkalisch bis sauer. Also in fast jedem Garten kann so eine kompakte Fichte ihren Platz finden.